es war kein schöner Sieg, wenn man ehrlich ist. Unser Anspruch ist ein bisschen anders, auch unter Druck im Spiel da umzugehen. So sportlich fair, habe ich eben auch zu meiner Mannschaft gesagt, muss man sein. Es war sicherlich ein glückliches Ding. Also es hätte sicherlich genau in die andere Richtung auch so ausgehen können. Ja, sehr gut. Also das war einer unserer besten Saisonleistungen, muss ich sagen. Wir haben sehr stark gespielt. Wir hatten die Panthers Köln über die 40 Minuten eigentlich unter Kontrolle. Also die hatten natürlich auch hier und die eine Chance. Das kannst du gegen Panthers Köln nicht verhindern, ne? Deren vier Chancen natürlich schön herausgespielt durch deren Training natürlich. Ich sage ja immer noch, ich wiederhole immer wieder, dass wir keine Trainingseinheiten haben. Wir trainieren seit 5 Jahren nicht, sondern immer nur von Samstag zu Samstag. Treffen wir uns und dafür Respekt an meine Jungs, die hier Panthers Köln also über die 40 Minuten komplett dominiert haben. Dementsprechend, das weiß der Gegner, waren die auch motiviert. Und klar, die individuelle Klasse ist da. Das sind trickreiche Spieler, macht Spaß anzuschauen. Und da hat jede Mannschaft Mühe, sich da defensiv gut gegen zu präsentieren. 2 Minuten vor Schluss, da kriegt man den 6 Meter und die rote Karte, wenn ein Spieler da mit der Hand so klärt auf der Linie. Aus unserer Sicht zumindest, bin mal gespannt auf die Videoaufnahmen und auch auf einige Foul-Szenen zum Schluss, die dann einfach nie mehr gepfiffen werden nach dem 5. Foul. Das hat mich ein bisschen verärgert. Ja, ich kenne da schon ein paar Gründe, aber das hat eben so ein bisschen auch was mit Trainingsbeteiligung zu tun. Nicht von den Spielern, ich war jetzt berufsbedingt auch nicht da. Und dann schleifen sich ein paar andere Sachen halt ein, was völlig in Ordnung ist. Wir haben vorgearbeitet. Aber wir müssen halt wieder aufholen, damit wir die nächsten Spiele wieder ein bisschen souveräner beschreiten können. Chancenverwertung, ne? Also die Chancenverwertung ganz klar. Also wir haben uns auch gut rausgespielt. Also das 1-1 gegen Rainer Schreiber-Fernandes ist einfach schwierig, ne?